Hallo Leute, ja, wir wollten hier oben noch ein bisschen im Inland gucken, dass wir das da noch frei machen, was da noch verdeckt war. Und dann holen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Kupfer und dann gehen wir zurück ins Lager, damit wir auch unsere Axt reparieren können. Schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So. Gucken, ob wir hier noch was entdecken können, aber ich glaube eher nicht, ne? Hier ist noch ein Lager. Aber da waren wir schon. Nur weiter links nicht. Ist noch ein Stück Düsterwald und hier gibt es auch noch Kupfer, oder wie sehe ich das? Ist das hier Kupfer? Nee. Da schimmert die Sonne durch. Das hier Kupfer? Nee, ne? Ne, auch nicht. Okay, sind wir da unten schon lang gegangen? Ne. Nicht wirklich. Wie sieht es mit Essen aus? Haben wir noch genug? Okay. Hier ist auch kein Kupfer. Das ist auch kein Kupfer. Ein Stück nach da, dann haben wir schon alles entdeckt, oder? So, jetzt noch ein bisschen nach Norden. Ja, hier geht es auch steil runter, ne? Hier noch irgendwas? Ich glaube auch nicht, ne? Ah, hier geht es richtig steil runter, ne? Ja, ich glaube, ich gehe mal nach rechts, weil da komme ich glaube nicht weiter hier. Hier ging es glaube runter, ne? Ja. Hier geht es ein bisschen runter, oder? Und das ist Kupfer. Das ist Kupfer. Gut. Ist auch noch Kupfer da? Oder was ist das hier? Hier ist noch ein Stück, da gehen wir gerade noch weiter. Und das haben wir noch nicht gesehen hier wohl. Aber ich habe einen gehört. Ah, hier sind noch ein paar Häuschen. Die haben wir wahrscheinlich noch nicht gesehen, ne? Da ist einer. Okay, mit dem Speer müssen wir noch ordentlich arbeiten, damit wir da besser werden, ne? Da können wir alles nehmen, bis auf die Fackel, ne? Obwohl, da können wir die Fackel tauschen, weil die besser ist. Das Häuschen haben wir. Dann gehen wir zum nächsten. Ist auch nichts außer einer Truhe, ne? Außer, ne? Auch rausgehen. Haben wir schon. Da ist noch ein Häuschen. Ist aber nichts Besonderes. Hier drin ist auch keine Kiste. Oder im Gras versteckt? Nein. Keine Bienen, keine Kiste, nichts. Haben wir hier noch ein paar Sachen. Ein paar Beeren, wo wir gleich auch schon welche von essen können, weil fehlt ja was, ne? Oder mal ein bisschen Ausdauer gekriegt. Und das war schon, oder? Hier ist noch ein Feld, da können wir gerade noch
Die weiteren Beeren pflücken. Da ist ein Schild. Steht aber wahrscheinlich nichts drauf. Genau so ist es. Und er hängt fest. Ja, Wegweiser ohne Bezeichnung. Weggerottet. Wo ist das Schweinchen? Da hinten. Dann gehen wir weiter dahin. So, das heißt, jetzt hier gucke, da oben geht es natürlich noch weiter. Da haben wir gar nicht entdeckt, ne? Ich glaube, wir gehen erst noch nach da oben, bevor wir die Axt machen, oder? Unser Stab müssen wir noch lernen, mit umzugehen. Nach oben geht es da tatsächlich. Oben ist Norden, ne? Schon tot. Weil da kann man ja über den Bach auch noch rüber. Das haben wir noch nicht entdeckt, ne? Wir sind immer auf dieser Seite schön geblieben, oder? Komme ich da hoch? Ne. Da muss ich sogar schwimmen, oder? Ja. Schwimm schnell zurück. Weil du hast ja schon wieder keine Energie. Kann ich hier weiter? Könnte ich wahrscheinlich auf dem Stein da landen und dann erstmal volle Energie. Jetzt. Hier können wir wieder ausruhen. Okay. Volle Energie und dann geht's weiter. So, links ist, glaube ich, schon wieder ein Gemäuer, oder? Kann das sein? Und da sind auch schon mal hier Leute. Ja, zack. Oh, da muss ich erst noch den Speer rausnehmen. Ne? Okay, jetzt hat es geklappt. Ne? Aber ein Gemäuer war ja doch nicht, oder? Sah das nur so aus? Sah wohl nur so aus, dass hier ein Gemäuer ist, ne? Ah, jetzt gibt es hier eine neue Insel, ne? Können wir die auch erkundigen. Schon fertig, okay. Könnte was zu essen vertragen, was ist weg? Das hier. Das ist hier kein Stein, kein Kupfer, ne? Auch wenn der Düsterwald bis ans Meer geht. Ist das hier Kupfer? Ja. Ist hier Werne, ne? Mal ganz entspannt hier aufschreiben, Kupfer, aber da hinten ist was. Das war, glaube ich, nichts Besonderes, ne? Ist das ein Dungeon? Könnte sein, ne? Ist nichts Besonderes. Ich habe schon Skelett gehört.
Aber mit dem Speer sind wir nicht so gut unterwegs, ne? Wo ist er da? So, jetzt glaube ich keiner mehr, oder? Aber hier sind noch lecker Pilze. Ja, das ist ja wieder schwierig hier, ne? Dungeon und so, ne? Was will ich hier? Knochenfragmente, okay. Haben wir irgendwas anderes, was wir wegschmeißen könnten, anstatt die Knochenfragmente? Ich glaube auch nicht wirklich, ne? Ja, die Fackel wäre jetzt noch. Eigentlich. Wir nehmen mal die Pfeile, weil ich glaube, da unten sind jetzt keine besonderen Gegner drin, wenn wir da reingehen. Das ist jetzt die Frage, ne? So viel mitnehmen können wir nicht mehr. Was sagt die Gewichte? 169. Wir sind schon ziemlich voll, ne? Macht eigentlich keinen Sinn, ne? Komm, geh mal auf eine Karte und notiere mal hier Dungeon. Und dann gehen wir vielleicht weiter entdecken. Allerdings ist es wieder auch schon wieder Nacht, ne? Ist auch nicht so prickelnd hier bei der Nacht rumzurennen. Wo könnte ich aber schlafen, ne? Ein Bett machen ist mal gerade eben auch nicht so. Holz haben wir nicht. Müssen wir schon fast durch, oder? Oh, da kommt noch einer. Kaputt. Ne, ist nur ein Baumstamm. Ja, ich fange an zu frieren, es ist kalt draußen. Sieht so aus, als ob die Insel nicht so groß ist, ne? Hier ist, glaube ich, schon nördliches Ende, oder? Jetzt will ich wieder was zu essen. Diesmal die Rippe. Ja, und jetzt ist schon ziemlich duster, ne? Aber ich kann jetzt hier nirgendwo pennen. Axt ist kaputt, das heißt, Baum kannst du auch gerade nicht mal eben. Könnte ich denn was bauen? Eine Steinaxt, da bräuchte ich Holz für und Stein. Aber beides nicht, ne? Eine einfache Axt, um Bäume zu fällen. 5 Holz. Wie lange würde es dauern, wenn ich hier irgendwo ein Holz umhauen würde, ne? Das ist die Frage. Ich glaube, da kriege ich schon mal gar nichts mit kaputt, ne? Die 2 lässt er auch nicht auswählen. Das würde bedeuten, ich muss es mit der Hand machen. Das geht aber nicht. Hab ich da nicht blaue Augen gerade gesehen? Nee. Jetzt fehlt die Erdbeere bzw. Himbeere. Hm.
Das ist jetzt nicht so, glaube ich, das Richtige. Kriege ich die Tanne kaputt oder kriege ich sie nicht kaputt? Da steht immer eine Null, ne? Das geht eher kaputt. Holz. Das wäre schon das zweite Holz jetzt oder sogar drei sind jetzt hier. Okay. Jetzt müsste ich überlegen, was ich dafür weglege, ne? Was legt man dafür weg? Die gute Axt? Nee, die repariere ich nachher wieder. Die lege ich mal weg. Jetzt habe ich drei Holz. Jetzt muss ich noch zwei dazu kriegen, aber hier im Dunkeln ist auch wieder schwierig zu sehen, was man hier machen muss, ne? Hier ist noch was. Vielleicht kriege ich noch zwei Holz. Und dann muss ich Steine finden. Holz zweimal. Das heißt, ich habe meine fünf Holz schon zusammen. Jetzt muss ich Steine finden. Und die im Dunkeln zu finden, ist so richtig schwierig, ne? Da sehe ich keinen einzigen jetzt hier. Bei Tageslicht hätte man vielleicht eine Chance. Was ist das hier? So, da reflektiert man irgendwie was dran, ne? Naja, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir hier ans Tageslicht irgendwie wieder kommen und dann die Steine finden und dann kommen wir vielleicht weiter. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.